Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. So beginnt die frohe Botschaft von Weihnachten. Das Evangelium beginnt nicht mit "Es war einmal", nein. Das Evangelium beginnt ganz konkret. Es beschreibt das Jahr, es beschreibt die politischen Umstände, es beschreibt die reale Situation der Menschen, die in den genannten Dörfern und Städten dieser Region leben. Gott wird Mensch. Nicht irgendwo, nicht irgendwann, nein, konkret, zu einer ganz bestimmten Zeit, an einem ganz bestimmten Moment, an einem ganz bestimmten Ort. Da wird Gott Mensch. Das ist kein Märchen, das ist Wirklichkeit. In den letzten Tagen denke ich immer öfter, warum setzen wir den Gedanken des Evangelisten Lukas nicht fort? Warum übertragen wir das Evangelium nicht einfach ins Heute? Es geschah aber in den Tagen, dass Franziskus der erste Papst in Rom war und Bertram Mayer Bischof von Augsburg wurde. Frank-Walter Steinmeier war deutscher Bundespräsident und Angela Merkel Bundeskanzlerin. Bayerischer Ministerpräsident war Markus Söder. Die ganze Welt war herausgefordert durch die Corona-Pandemie. Da kam Gottes Sohn zur Welt. Nicht "Es war einmal", nein, hier und heute. Nicht irgendwo, nein, mitten unter uns. Das ist die Botschaft der Weihnacht. Die Welt, in der Gott zur Welt kommt, ist, wie sie ist, damals wie heute. Gott sucht sich die Welt nicht aus, in der er Mensch wird. Gott nimmt die Welt an, so wie sie ist. Und Gott lässt sich auf diese Welt ein, so wie sie ist. Gott kommt, um diese ganz konkrete Welt mit seiner Liebe zu erfüllen. Gott kommt zur Welt. Und Gott ist da, inmitten dieser Welt, die ist, wie sie ist. Das ist die Botschaft der Weihnacht. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, in den letzten Tagen und Wochen, da versuchten einige Politikerinnen und Politiker, die Menschen in Deutschland zu trösten. Keine Angst, Weihnachten findet statt. Ich gestehe, ich hatte und ich habe keine Angst, dass Weihnachten nicht stattfinden könnte. Weihnachten findet statt. Weihnachten findet zu jeder Zeit statt. Jede Zeit ist gut genug, dass Gott Mensch wird. In Zeiten von Terror und Krieg kommt Gott genauso zur Welt wie in Zeiten von Frieden und Sicherheit. Und zu den Armen kommt Gott genauso wie zu den Reichen und zu den Mächtigen kommt Gott ebenso wie zu den Ohnmächtigen. Es bleibt nur die Frage, wer nimmt Gott auf und wer lässt Gott zu sich ein? Wer lässt sich auf den Gott ein, der Mensch wird, der ganz und gar menschlich zu uns kommt? Wie gesagt, dass es Weihnachten wird, das steht außer Frage. Wenn etwas fraglich ist, dann höchstens, wann es Weihnachten wird. Wann fängt Weihnachten an? Dieser Frage geht Rolf Krenzer in einem kurzen Gedicht nach. Wann fängt Weihnachten an? Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt. Wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt. Wenn der Habe was mit dem Habe nichts teilt, wenn der Laute bei dem Stummen verweilt und begreift, was der Stumme ihm sagen will, wenn der Leise laut wird und das Laute still, wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos und das scheinbar Unwichtige wichtig und groß, wenn mitten im Dunkel ein winziges Licht Geborgenheit, helles Leben verspricht, und du zögerst nicht, sondern du gehst, so wie du bist, darauf zu. Dann, ja dann, fängt Weihnachten an. Wenn sie mit mir
auf das vergangene Jahr zurückblicken, dann wird uns, so glaube ich, eines klar. In diesen Tagen erwarten wir nicht nur auf Weihnachten. Weihnachten hat sich in den vergangenen 12 Monaten bereits an vielen Orten, in unzähligen Momenten durch viele Menschen immer und immer wieder aufs Neue ereignet. Und Weihnachten ereignet sich schon jetzt, in dieser adventlichen Zeit, in diesen Wochen, Tag für Tag, trotz Corona, wegen Corona. Mitten im Dunkel dieser Tage, da ereignet sich Weihnachten. Mitten in den Nächten des Lebens können die Nächte durch ein kleines Licht zur Weihnacht werden. Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt, wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt, wenn der Habe was mit dem Habe nichts teilt, wenn der Laute bei dem Stummen verweilt und begreift, was der Stumme ihm sagen will, wenn das Leise laut wird, das Laute still, wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos und das scheinbar Unwichtige wichtig und groß, wenn mitten im Dunkel ein winziges Licht Geborgenheit und helles Leben verspricht und du zögerst nicht, sondern du gehst, so wie du bist, darauf zu, dann, ja dann, fängt Weihnachten an. Ja, dieses Jahr hat die Welt und uns verändert. Der Coronavirus hat Spuren in unseren Herzen hinterlassen. Scheinbar Wichtiges wird auf einmal unwichtig. Und das bisher Bedeutungslose gewinnt an Bedeutung. Wer zu den Schwachen und wer zu den Starken zählt, das ist aktuell keine Rede wert. Hauptsache, alle packen mit an, helfen mit, Schlimmes zu verhindern. Ja, Corona hat uns alle miteinander kleinlaut und demütig gemacht. Nicht nur in politischen Debatten werden die Argumente leise und mit gebrochener Stimme ausgetauscht. Auf einmal zählt der Mensch wieder und die Menschlichkeit. Das Geld hat Dienstfunktion. Und allen ist klar, mit noch so viel Geld kann man keinen einzigen Menschen zum Leben erwecken. Am Ende des Jahres wünsche ich uns allen, dass wir im Blick zurück wahrnehmen, da und dort, damals und in jenem Moment, da war Weihnachten. Durch dich, durch mich kam Licht in die Welt. Mitten unter uns ist Gott Mensch geworden. Nicht nur einmal, nein, unzählige Male. Ich sage allen Danke, die für Gottes Kommen in dieser Welt und in dieser Zeit offen waren. Ich sage allen Danke, die es gerade in dieser herausfordernden Zeit wie Gott gemacht haben und einfach Mensch wurden, menschlich wurden. Grenzen wir Weihnachten nicht aus. Beschränken wir Weihnachten nicht auf den 24. und 25. Dezember. Jeder Tag und jeder Moment ist gut genug, dass es Weihnachten wird. Gott ist bereit dazu. Es liegt an uns, ob wir Gott in uns und durch uns zur Welt und zu den Menschen kommen lassen. Und so wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Ihnen und all Ihren Lieben, Ihr Rainer Remmele.